unsere Serie zu dem Thema Kündigungsgründe aus Laiensicht. Heute Teil 4, die Kündigung als Teambuilding-Maßnahme. Und ich sage jetzt schon, das ist für mich bislang jetzt erstmal persönlich der spannendste Teil. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brenerek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht auf Kündigungsschutz spezialisiert. Und wir gehen die Kündigungsgründe aus Laiensicht an. Ich habe dazu ein bisschen die Kommentare durchgeforstet, habe Ihre Fragen zum Thema, unter welchen Voraussetzungen kann ich gekündigt werden oder kann ich wegen düdeldüd gekündigt werden, mal so mir angeguckt. Und da war die interessante Anregung bei, beziehungsweise Frage bei, der Arbeitgeber oder der Chef möchte sein Team etwas verändern und möchte quasi jetzt zwei Leute kündigen. Und da habe ich draus gemacht jetzt, Kündigung als Teambuilding-Maßnahme, würde das gehen. Und da mag es aber jetzt unterschiedliche Gründe geben. Warum? Und dann knüpft daran auch an, wann es nicht geht und wann es vielleicht doch geht. Zunächst einmal fangen wir mit dem ganz Einfachen an. Der Chef sagt, ein Team knüpft so ein bisschen an das, was wir in Teil 3 dieser Serie behandelt haben. Der nervige Arbeitnehmer, kann man einen nervigen Arbeitnehmer kündigen? Ja? Der Chef findet einfach zwei Leute nicht so optimal und hat Bewerbungen von zwei anderen Leuten, die er besser findet, und er möchte die zwei weghaben und die zwei anderen dann neu einstellen. Und dann dann wird er das Team besser hinbekommen. Also ich kann als Arbeitgeber selbst sagen, wir haben hier ein sehr kleines, feines Team und es ist wirklich so ein Team, wenn es gut funktioniert, ist extrem viel wert. Und wenn es nicht so gut funktioniert, dann wird häufig ein Schuldiger gesucht. Das ist gar nicht so häufig der Mitarbeiter, der dann gekündigt wird. Das liegt oft auch an der Führung. Ich kann es auch von mir selbst sagen. Also wenn es bei uns in den Teams früher manchmal Schwierigkeiten gab, dann muss man ganz klar sagen, lag es fast immer an mir. Ich stelle nur Leute ein, die sehr gut sind. Und dann bringe ich die wirklich auch noch gut an Start, sodass ich sagen würde, entweder ich habe da einen Fehler bei der Einstellung gemacht oder ich habe die nicht ordentlich an Start gebracht oder ich habe dann später selber in der Führung irgendwelche Fehler gemacht. Häufig, dass ich nicht genug raufgeguckt hatte oder so, dass ich vielleicht mit einem anderen Standort mal beschäftigt war oder anderweitig beschäftigt war und einfach es habe ein bisschen laufen lassen oder dass ich selbst in einer Phase vielleicht war, wo ich nicht ja, auf dem Höhepunkt meiner Schaffenskraft war, aufgrund persönlicher Umstände, das gibt es ja auch. Jedenfalls mag es da die unterschiedlichsten Gründe für geben, dass ein Vorgesetzter, ein Teamleiter oder ein Unternehmenschef sagt, in dem und dem Team möchte ich Veränderungen durchführen. Und jetzt kann der Arbeitgeber das so machen, indem er einfach kündigt und sagt, mal gucken, was passiert. Oder er überlegt sich das ein bisschen vorher. Und dann kann er zum Beispiel überlegen, ob er das Ganze als betriebsbedingte Kündigung verkauft, indem er, wenn es zum Beispiel die da nicht so optimal sind, die jüngsten sind, die am kürzesten dabei sind, dann könnte er vielleicht den kündigen und sagen, naja, soziale Auswahl, die mussten halt zuerst gehen. Das ist aber sehr, sehr schwierig, weil die Frage ist, ob es nicht aus anderen Teams vergleichbare Arbeitnehmer gibt und so. Also so richtig einfach ist das nicht. Und im Kleinbetrieb gibt es ja eh keinen Kündigungsschutz, also da wird es jetzt auch keine Rolle spielen, sodass man sagt, da wo es eine Rolle spielt, ist es nicht so einfach. Das heißt, diese Kündigungen sind eigentlich immer gut angreifbar und sollten auch immer angegriffen werden. Es gibt dann die Möglichkeit zu sagen, im verhaltensbedingten Bereich zu gucken, sind die beiden, die ich da jetzt aus dem Team haben will, vielleicht machen die Fehler? Sind die privat im Internet bei der Arbeit unterwegs, dass man die kündigen kann? Machen die vielleicht irgendwie bei den Fahrtkosten Schmu, nehmen die Sachen mit nach Hause, die ihnen nicht gehören. Also so in diesem Bereich der verhaltensbedingten Kündigung, ja, machen die vielleicht Fehler, kann ich die abmahnen, kommen die vielleicht zu spät, dann kann man das so durchforsten als Arbeitgeber. Wenn man da was findet, dann könnten die nicht sagen, ja, die anderen im Team machen das auch. Also wenn man da im Unrecht ist, dann ist man immer allein. Ja, im Unrecht ist man allein. Das heißt, da kann ich nicht sagen, ja, Gleichbehandlung, dem lässt das durchgehen, mir nicht. Da wird nur das Verhalten in der Regel angeguckt, wenn es so Verhaltensweisen sind, wo fraglich ist, ob das überhaupt ein Arbeitspflichtenverstoß ist. Da ist es anders. Ne? Wenn ich da etwas toleriere als Arbeitgeber und allgemein, dass man zum Beispiel einen laxen Umgangston hat, dann kann ich jetzt nicht einen rausgreifen und sagen, weil der nun einmal
du Arsch gesagt hast, kündig den. Ja, wenn alle ständig zueinander du Arsch sagen, dann habe ich da was einreißen lassen. Aber so im Allgemeinen, verhaltensbedingt kann man durchkämmen die Gründe. Und dann bleibt natürlich immer noch personenbedingt. Man guckt mal nach, welche Fehlzeiten hat derjenige. Passt das vielleicht? Auch da gibt es keine Gleichberechtigung. Wenn der Arbeitgeber jetzt sagt, einen anderen kündige ich nicht wegen seiner Krankheit, kann er das machen. Das heißt also, Kündigung als Teambuilding-Maßnahme so einfach nicht, aber über den Umweg doch relativ häufig in der Praxis so angetroffen, dass man dann halt eben in den konkreten Bereichen Kündigungsgründe sucht, beziehungsweise sich auch ein bisschen aufbaut oder böse gesagt konstruiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir machen in Teil 5 weiter, den habe ich genannt, betriebsbedingte Kündigung als letzter Ausweg. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema, warum es dann doch vor Gericht oft betriebsbedingte Kündigungen sind, wo wir eigentlich alle wissen, es geht um was ganz anderes. Das in Teil 5. Abonnieren Sie gerne den Kanal, indem Sie die Glocke drücken. Denken Sie dran, ich biete eine kostenlose telefonische unverbindliche Beratung bei Kündigung an. Das heißt, Kündigung, Aufhebungsvertrag, können Sie gerne bei mir anrufen, das Ganze mit mir besprechen. Welche Erfolgsaussichten hat eine Kündigungsschutzklage? Und wir sind deutschlandweit da für Sie unterwegs. Ich freue mich über Kommentare. Nennen Sie weitere Kündigungsgründe aus Laiensicht. Wir werden die hier behandeln und über Lob und gute Bewertung. Danke. Tschüss.